Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Erstmal vier Personen haben abgesagt, krankheitsmäßig. Drei davon haben Corona, einer hat aus persönlichen Gründen abgesagt. Aber wir haben gedacht, wir haben immer noch sieben hochkarätige Jungs hier. Von daher ziehen wir das auf jeden Fall durch. Wir freuen uns sehr, dass ihr gekommen seid. Und ja, würden damit auch starten mit unserem 10. Kölner Querpass. Wir haben ja schon mal so ein paar Punkte angesprochen im Vorfeld. Da ging es ja um die Rückrunde oder stellen wir am besten erstmal vor. Mike Wunderlich, Bergisch Gladbach, Wolle Rieger, Türkspor Bergheim, Apo Kızılırklı, FC Pech, dann Ivan Mürkerli, unser ranghöchster Schiedsrichter in Köln. Stimmt. Das stimmt, ja. Dann der Salvo Salva Trovato vom TFC Köln. Dann haben wir den Carsten Thiesen von SV Löwenich Widdersdorf und den Heiko Dienz, Heiko Dietz jetzt vom SC Blau-Weiß Gebäudereiniger. Blau-Weiß Köln. Okay, das war nur meine Zeit. Ja. Aber, ne, ich hatte mal einen Schlaganfall. Von daher. Also direkt was zum Schneiden. SC Blau-Weiß Köln, Heiko Dietz, der neue Trainer. Gut. Dann haben wir das. Dann würden wir ganz gerne starten mit einem Rückblick auf die abgelaufene Hinserie. Und dann würde ich sagen, Ivan, erzähl doch mal was. Aus deinem Schiedsrichterleben. Wie war deine Hinrunde in die Saison? Was gibt es Besonderes? Und ja, erzähl doch mal. Gib uns doch mal einen Einblick in die Schiedsrichterwelt. Ja, gerne. Es war auf jeden Fall jetzt eine Hinrunde mit Höhen und Tiefen, muss ich sagen. Also man stößt auch irgendwann mal an seine eigenen Grenzen, muss man sagen. Der Fußball entwickelt sich, man muss auch als Schiedsrichter mit der Zeit gehen. Wir hatten ja den Austausch nach Luxemburg gehabt. War ein sehr, sehr anstrengendes Spiel, auch viel daraus gelernt. In der Regionalliga werden die Spiele immer anspruchsvoller, immer schneller, immer medial wirksamer. Da muss man immer mehr Leistung bringen. Und das merkt man halt schon, ne, dass es ein anderes Niveau geworden ist in den letzten zwei, drei Jahren. So, aber ich entwickle mich immer weiter, auch mit meinen bald fast 30 Jahren. Ja, das ist jetzt so zu meiner Hinrunde in der Regionalliga. Im Kölner Schiedsrichterausschuss haben wir auch viel zu tun gehabt in der Hinrunde. Ne? Viele neue Schiedsrichter ausgebildet. Im Jahr des Schiedsrichters eine große Marketingkampagne. Sind ja, glaube ich, jetzt letztens sogar das erste Mal wieder von der Entwicklungszahl positiv. Das heißt, wir haben jetzt wieder mehr Schiedsrichter als die Jahre davor, auch generell in Deutschland. Also es ist auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, muss man sagen, aktuell. Was war dein Highlight der Hinrunde? Ja, auf jeden Fall das Pokalspiel Pesch gegen Viktoria. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Der Luxemburg-Austausch, habe ich ja das Topspiel gepfiffen da. Progress Niederkorn gegen Swift Hesper. Das war auch ein sehr, sehr großes Highlight und ja, jedes einzelne Regionalligaspiel, was ich mitnehmen kann, noch ist für mich ein Highlight gewesen. Also, ja, ich hatte das Magenta-Spiel gehabt da, Rot-Weiß Aalen gegen Wuppertal am 11.11. Also waren schon sehr schöne Spiele dabei. Ja, perfekt. Apo, seit Anfang der Saison Trainer beim FC Pech, gestartet wie immer, so die Fußballszene hat gemunkelt. Ja klar, die Pecher marschieren durch, du stellst eine völlig neue Mannschaft zusammen. Ihr seid Tabellenzweiter aktuell und absolut in Schlagweite nach oben. Wie ist deine Erfahrung mit der Hinrunde? Was gibt es von dir zu berichten? Ich hatte vor kurzem ein Interview gehabt, da habe ich die Note 2 Minus gegeben. Also ich würde trotzdem grundsätzlich mehr Positives, mehr Höhen als Tiefen in dem Fall. Wir haben eine komplett neue Mannschaft zusammengestellt mit vielen neuen Spielern, haben versucht, die stärksten Spieler zu halten. Ist uns auch, glaube ich, gelungen. Und trotzdem komplett neue Mannschaft, neues Gesicht. Und klar, das muss ich erstmal finden. Die Abläufe müssen erstmal passen. Und wie es halt immer ist in der Vorbereitung, kannst du überall eine Vorbereitung haben, kannst du die schlechteste Vorbereitung haben, dann fängt das erste Spiel an und bei uns war es auch in dem Fall so, erstes Spiel verloren nach einer sehr, sehr guten Vorbereitung. Und da war erstmal ein Schock im Verein, ne, weil man, wie du schon sagst, klar, die Erwartungen waren sehr, sehr hoch, weil wir richtig gute Jungs auch geholt haben. Und für mich war es trotzdem gelassen geblieben, positiv geblieben, auch im Trainerteam. Und ich denke, danach haben wir eine vernünftige Serie hingelegt, aber auch natürlich auch ein, zwei Niederlagen gab, wo wir nicht damit gerechnet haben. Haben auch ein, zwei, drei Unentschieden auch zu viel gehabt, das muss man auch sagen. Deswegen
bin ich mal vorsichtig mit der Kritik. Auch klar, man hat immer Luft nach oben, man kann immer Sachen rausholen, die man verbessern muss und so weiter. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir erstmal verletzungsfrei geblieben, haben keine große Verletzung gehabt und sind jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz und das steht über allem. Ich glaube, die Vorgabe war, dass wir oben mitspielen sollen und das war auch mein Anspruch. Und deswegen, wie du schon sagst, wir sind auf Schlagdistanz, 2 Punkte in dem ersten. Und ja, deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden mit der Hinrunde. Wir haben eine richtig gute Truppe, auch charakterlich, habe ich auch im Interview mit dir gesagt, dass wir da eine sehr, sehr gute Mischung haben. Haben viele Spieler auch so aus der eigenen Jugend, die schon viele Minuten hatten und auch sehr viele U19-Spieler auch schon bei uns oben mittrainieren. Ja, und deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden, aber 2 Minus. Ist 2 Minus, ist nicht sehr gut. Sehr gut können wir es am Ende der Saison bewerten. Von daher würde ich erstmal sagen, dass das auf jeden Fall positiv war und so auch stehen ist. Dein Highlight der Hinrunde? Da gibt es, glaube ich, 2, 3 Spiele, wo wir verdammt gut gespielt haben. Wirklich richtig gut. Auch gegen den direkten Konkurrenten, sei es in Merten, 3-0 gewonnen. Auch zu dem Zeitpunkt war Bornheim, Oberpleis, die waren alle oben. Dann haben wir ganz klare Ergebnisse erzielt mit, nicht 100%, aber viel, glaube ich, 4-0 und 5-1. Und natürlich das Spiel, was ich schon auch schon gesagt habe, gegen Viktoria, wo wir natürlich schon vorher wussten, dass das, glaube ich, sehr, sehr schwer werden wird. Haben wir das, glaube ich, bis zum Spiel sehr offen gehalten. War sehr turbulent, kann ich glaube ich, auch bestätigen. Aber klar, ich als Trainer will das Spiel gewinnen. Ist mir scheißegal, ob wir dann gegen Drittligisten nach dem Spiel, kann ich mir nichts damit kaufen. Aber es ist natürlich auch definitiv ein Highlight, das muss man erwähnen, weil es einfach ein geiles Spiel war für die Zuschauer. Und wenn wir dann die letzten halbe Stunde das Spiel offen halten als Landesligist, dann macht das, hat das natürlich auch richtig Spaß gemacht. Und deswegen war es natürlich auch ein Highlight, klar. Perfekt. Wolfgang, Kreisliga B, Rhein-Erft-Kreis, Türkspor-Bergheim. Wie sind deine Erfahrungen mit der Hinrunde? Was gibt es da Positives zu berichten? Ja, positiv sind auf jeden Fall die Heimspiele. Von 8 Stück haben wir, glaube ich, 7 gewonnen, 1 unentschieden gespielt. Da merkt man dann so die türkische Mentalität. Zu Hause im eigenen Wohnzimmer gibt es aber noch eine Schippe mehr. Positiv ist, die Jungs sind sehr diszipliniert. Das war mir von Anfang an wichtig, dass wir da nicht irgendwie in Sachen abdriften, die mit dem Fußball nicht so viel zu tun haben. Das setzen die Jungs wirklich 1:1 sehr gut um. Es ist sehr familiär. Da ist, jeder macht was für einen Verein, sei es Wasser holen, Bälle aufpumpen, also wirklich durch die Bank weg. Und da das ja eigentlich auch kurzfristig in mir zustande kam, ich glaube, eine Woche vor Vorbereitungsbeginn bin ich positiv gestimmt, weil die Jungs mussten mich auch erstmal kennenlernen. Ich habe vielleicht das ein oder andere im Training anders gemacht, mal einen Linienlauf eingebaut, was sie vielleicht vorher so nicht kannten. Aber die Jungs sind sehr motiviert, sind mit Spaß dabei. Und das war auf jeden Fall das Positive. Dein Highlight der Hinrunde? Da gab es 2, beim einen warst du dabei. Also ich habe noch nie ein Spiel 15-14 verloren im Pokal. Ich glaube 6-6 nach 90 Minuten, 8-8 nach der Verlängerung und dann im Elfmeterschießen 15-14. Also das war wirklich in meinen 39 Jahren Fußball ein Highlight. Ja, und dann das Derby gegen Quadrat Ischendorf. Da lagen wir dann in der Halbzeit 6-1 hinten und haben 7-6 gewonnen. Also Tore erzielen machen wir. Also ich glaube pro Spiel mindestens 3. Kassieren halt noch ein bisschen zu viel. Daran müssen wir arbeiten. Okay. Ja, Mike, erste Trainerstation in Bergisch Gladbach. Wie ist dir der Einstieg gelungen? Wie sind deine ersten Erfahrungen? Ja, ich glaube, Erfahrung macht man relativ schnell in dem Bereich. Ist klar, du brauchst eine gewisse Zeit, um auch reinzukommen. Aber war durchweg positiv, macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube auch bis auf die letzten 3 Spiele, wo uns so ein bisschen
die Luft ausgegangen ist, haben wir eine sehr, sehr gute Runde gespielt, haben auch sehr, sehr viele junge Spieler dabei. Er hatten, anders als Apo gesagt hat, ein bisschen Pech mit Verletzungen. Ja. Bei uns war es extrem. Wir haben in 17 Spielen nicht einmal mit derselben Mannschaft spielen können, aber nicht, weil wir irgendwie jede Woche eine andere Idee haben im Trainerteam, sondern einfach, weil Sperren, Verletzungen, Urlaub. Das war schon extrem, habe ich in der Form auch noch nicht erlebt. Aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein. Wir sind jetzt Vierter, haben 5 Punkte Rückstand hinter Hohkeppe, Frechen, die so ein bisschen aktuell weg sind. Wird man sehen, aber auf uns bezogen, glaube ich, für das, was wir zur Verfügung haben, was der Anspruch auch des Vereins war, da können wir sehr zufrieden mit sein. Wie ist denn so die Umstellung vom aktiven Spieler, weil du hast ja nun bei namhaften Vereinen gespielt und wenn man dann auf einmal an der Linie steht und so die Jungs vor sich hat, will man da mal selber mitkicken und denkt, mein Gott, was ist hier los? Oder ja, das ist, war das halbe Jahr noch nicht so, muss ich sagen. Also ich vermisse nichts. Macht Spaß genug, ist intensiv genug. Wie gesagt, natürlich ist das was komplett anderes, auf der anderen Seite dann auch zu stehen. Ne? Aber wie gesagt, macht riesen Spaß und vermisst das aktive Spielen, vermisse ich noch nicht. Okay. Was war dein Highlight der Hinrunde? Ja, sicherlich die beiden Freitagsspiele mit Bonn und Hohkeppe, ja, zwei außergewöhnliche Mannschaften in der Liga hast, die auch andere Möglichkeiten haben als der Rest der Liga, glaube ich. Ich glaube, die beiden Spiele waren für mich und auch für uns ein Highlight. Bonn zu Hause geschlagen, 3-1, und Hohkeppe dann leider 2 Minuten vor Schluss den Ausgleich bekommen. Das waren schon Spiele, da hat man den FC noch, war zwar nur ein Freundschaftsspiel, aber ich glaube, einfach dieses Spiel, für die Jungs war es eine coole Sache, für mich selber auch im Austausch da mit damals noch Steffen Baumgart, war auch sicherlich ein Highlight, aber so oft auf die Saison gesehen war das mit Bonn und Hohkeppe schon zwei interessante Spiele, die Spaß gemacht haben. Also ist die Entscheidung, ins Trainerwesen einzusteigen, für dich genau das Richtige gewesen? Stand jetzt, ja. Also, nein, also die letzten Wochen habe ich schon gemerkt, dass es auch anders laufen kann. Ja? 2 Punkte nur noch geholt. Da machst du dir schon ein paar Gedanken und ist dann auch nochmal eine andere Nummer als Spieler, weil da hast du halt auch ein paar Jungs noch um dich rum. So machst du dich halt irgendwo mal ein Stück weit selber verantwortlich. Ja? Von daher auch da eine neue Erfahrung, aber wie gesagt, bin froh, den Schritt gegangen zu sein, auf jeden Fall. Okay, prima. Carsten, mit großem Bohai gewechselt vom SC West nach SV Löwenich-Widdersdorf. Mit deiner Damenmannschaft, dann gab es noch ein großes Bohai, ihr musstet euch freikaufen, das hat er durch Crowdfunding gemacht. Das hat alles geklappt, jetzt spielt ihr eine famose Hinrunde, seid Tabellenerster. Wie ist dein Fazit zur Hinrunde bei einem neuen Verein? Ja, wie du schon sagst, nach der ja doch sehr turbulenten Sommerpause, die wir hatten mit dem Vereinswechsel, wo wir halt als komplettes Team geschossen zum SV Löwenich rübergewechselt sind, war es natürlich wichtig, du hast gerade gesagt, die Mannschaft hat durch Eigeninitiative die Ablösesumme von 250 Euro pro Spielerin ja, gestemmt. Bei 28 Spielerinnen ist das natürlich eine Hausnummer. Wir haben das durch Crowdfunding, haben die das auf die Beine gestellt und innerhalb kürzester Zeit sind zum Glück genug Gelder ja, reingekommen, sodass die Mädels dann auch richtig aktiv in die Meisterschaft starten konnten. Für uns war es wichtig, dass wir das Kapitel dann auch ganz schnell abhaken, Ruhe reinbringen, dass wir wieder vernünftig arbeiten können. Das war für mich als Trainer wichtig, ja, dass der Fokus von diesem ganzen Bohai wieder aufs Sportliche gelegt wird. Ich denke mal, das ist uns ganz gut gelungen. Die Voraussetzungen dafür beim SV Löwy sind natürlich, muss man sagen, top. Ne? Mit den beiden Kunstrasenplätzen ist natürlich die Möglichkeit fürs Team, für mich als Trainer, ja, überragend. Ja, du kannst richtig gut arbeiten. Wir trainieren 3-mal in der Woche, ja, und haben von den Kapazitäten her natürlich ganz andere Möglichkeiten jetzt. Und das Team hat sich ganz schnell akklimatisiert in Löwenich, sehr gut aufgenommen worden, fühlt sich total wohl, ne? Du siehst es auf dem Fußballplatz. Die Ergebnisse stimmen ja, vom ersten Spiel eigentlich schon an und du sagst es, wir sind jetzt Tabellenführer, ne? Du bist Herbstmeister, ist natürlich kein Titel, für den du irgendwas kaufen kannst, aber
das unterstreicht schon irgendwo die Arbeit, die Mädels bis jetzt auch geleistet haben. Ne? Das ist so ein kleines Stückchen Lohn, was wir jetzt haben, aber wie gesagt, es ist Halbzeit. Ne? Du musst in der zweiten Halbserie musst du ähnlich vernünftig arbeiten, ähnliche Erfolge und Ergebnisse reinholen und erst dann, wie gesagt, hast du die Saison auch entsprechend erfolgreich hinter dich gebracht. Wie wird der Frauenfußball angenommen in Löwenich? Sehr, sehr gut. Das war ja auch für uns oder für mich als Trainer war das mit ausschlaggebend. Ich bin ganz ehrlich, es gab mehrere Anfragen schon im Laufe der letzten Monate immer mal wieder. Ne? Wenn du, ist einfach so im Fußball, wenn du irgendwann ein intaktes Team hast, ne? Du hast 28 Mädels mit einer wahnsinnig hohen Trainingsbeteiligung, die ganz viel Herzblut mitbringen. Das Ganze funktioniert, das Ganze trägt sich fast schon selber. Und es waren mehrere Anfragen mal da, hättet ihr nicht Lust, bei uns einzusteigen, wir haben noch keine Damenmannschaft und so weiter und so fort. Aber ich hatte nie irgendwie wirklich das Gefühl, da steckt mehr dahinter. Ja? Das war für mich immer nur so, okay, dann haben die halt eine Damenmannschaft, um nach außen hin irgendwie vielleicht besser zu wirken. Aber wichtig ist halt, hast du gesagt, man muss dahinter stehen. Und das Gefühl hatte ich... beim SV Löwy direkt. Und das war, ich hätte es fast gesagt, eine Nacht- und Nebelaktion. Das ging innerhalb von 3-4 Tagen ging das, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, beim SV Löwenich aktiv zu werden. Und die Entscheidung fiel dann auch, also meinerseits ganz schnell, dann klar, liegt es im Endeffekt an den Spielerinnen. Der Weg ist natürlich auch ein bisschen weiter. Meine Mädels, die kommen in erster Linie aus Ehrenfeld, Neu-Ehrenfeld, Ostendorf und sowas. Nach Wittersdorf raus ist natürlich ein bisschen weiter. Ja. Auch das kriegen die Mädels geregelt. Der Verein steht komplett hinter uns. Die Mädels spüren das und danken das aktuell mit richtig guten Leistungen auf dem Platz. Ja, großartig. Heiko, von der U19 vom 1. FC Düren jetzt zum SC Blau-Weiß Köln. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Ich kenne dich auch nur noch aus Bergisch Gladbacher Zeiten als Jugendtrainer. 9 Jahre warst du jetzt, glaube ich, im Jugendbereich tätig. Was hat den Ausschlag gegeben, jetzt zu sagen, jetzt versuche ich es mal? Ja, also der Punkt ist der, also ich habe ja begonnen quasi im U12-Bereich, da war ich beim FC Hennef gewesen. Habe dann über Jahre hinweg verschiedene U-Mannschaften trainiert, U15 und 16, U17 und jetzt war ich dann halt auch im U19-Bereich, bin ich jetzt im zweiten Jahr tätig gewesen. Und da war für mich einfach so der Punkt, als dann die Anfrage kam vom Blau-Weiß, wo ich gesagt habe, okay, hör dir das an. Ja, grundsätzlich war schon auch meine Intention, im Sommer in Richtung Seniorenbereich etwas für mich persönlich, mich weiterzuentwickeln auch. Gut, dass der Schritt jetzt ein halbes Jahr früher kommt, ist umso besser für mich, weil ich glaube einfach, es gibt so zwei Stränge, die man hat. Ja, wir haben einmal dieses Thema wirklich, wo man sagt, der reine Jugendtrainer, das sind auch wirklich die Trainer, die dann auch in diesem Jugendbereich gut aufgehoben sind. Ja, und bei mir ist es halt eher der Fall, ich sehe mich im Seniorenbereich, weil ich halt auch lange Jahre selber gespielt habe, im Amateurbereich im Kölner Raum, ja, und aufgrund dessen habe ich dann gesagt, okay, die Chance nimmst du wahr, bei einem Verein, der brutal gut aufgestellt ist, ja, wir sind da schon in einer guten Position, auch für die Rückrunde gesehen, ja, und wollen natürlich da schauen, dass wir da auch unsere Ambitionen, die Jungs haben, die der Verein hat, weiter festigen und schauen, was am Ende des Tages dann auch rauskommt. Was war dein Highlight der Hinrunde, jetzt praktisch dann beim 1. FC Düren? Das waren grundsätzlich die Spiele, die wir wirklich, ja, das muss man schon sagen, also meine U19, die ich da hatte, war eine sehr intensive Truppe, ja, mit vielen verschiedenen Charaktere. Ja, und man hat jeden Tag im Training hat man neue Facetten, die man hat. Und jedes Spiel, was du hast immer mal wieder, wo du sagst, okay, das war das Highlight, aber dann kommt noch einer oben drauf, deswegen kann ich nicht so wirklich definieren, was ist dieses perfekte Highlight gewesen. Ich glaube einfach, eine Mannschaft zu trainieren, die ja auch innerhalb des Vereines, Thema Regionalliga-Mannschaft, Thema U23, die dadurch irgendwo ihre Laune ziehen. Ich glaube einfach, das ist grundsätzlich das Gesamte. Wie war die Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft? Super, also ich muss da ganz ehrlich sagen, auch da war ja Boris Schommers, einer der Zugpferde auch, das dann wirklich, sage ich einfach mal, zu intensivieren, weil er selber auch mal lange Jahre BSC Köln U19 Trainer war und ihm lag dann auch diese Jugendabteilung sehr am Herzen.
Das heißt, so die ersten Gespräche, da kam er schon auf mich zu und sagte, pass auf, wir werden das immer wieder so einstreuen, dass U19-Jungs dann auch in Richtung erster Mannschaft trainieren. Und das wurde dann auch so umgesetzt. Der jetzige Trainer Carsten Wissing, der dann übernommen hat, der hat das nahtlos weitergeführt, hat die ganze Sache wirklich genauso handgehabt und sogar jetzt noch mit ihm in Kontakt den einen oder anderen Austausch zu pflegen. Okay, das heißt, im Sommer werden wir ganz viele U19-Spieler vom 1. FC Düren bei SC Blau-Weiß-Köln sehen. Das ist natürlich auch immer ein logistisches Thema, ja, ja. Weil viele Spieler haben, ne, die kommen, klar, manche kommen aus dem Kölner Raum, viele kommen aber auch Richtung Aachen. Und das ist dann vielleicht dann nicht immer so machbar für die Jungs. Aber ein Punkt haben wir, wenn sie studieren gehen auf der Sportschule, Sporthochschule in Köln, ist der Weg nicht weit noch. Okay. Ja, prima. Salvar. Seit der Winterpause kann man sagen, jetzt Trainer beim TFC Köln. Ja. Vorher einige Stationen, Poll, Zündorf. Du warst auch beim FC Pesch als Co-Trainer. Ja, genau. Ja, und du bist aber jetzt eben aktiver oder aktueller Trainer beim TFC Köln. Ihr habt, glaube ich, noch ein paar hohe Ziele. Ihr habt euch jetzt in der Winterpause sehr gut verstärkt mit einigen Hochkarätern. Und ja, wie sieht es denn bei dir aus? Zur Hinrunde kann ich dich ja jetzt nicht fragen zum TFC, aber du verfolgst ja die Fußballszene mit. Wie hast du das Ganze denn so empfunden, was sich jetzt so in der Hinrunde im Amateurfußball abgespielt hat? Es gibt ja viele, viele Trainerwechsel und ja. Ja, also erstmal, glaube ich, kam ich aus einer Pause, die, glaube ich, mir persönlich gut getan hat. Ja, nachdem, ich glaube, das waren knappe 10 Jahre, wo ich das gemacht habe. Ja, für jeden anderen ist jetzt gar nichts, aber das war schon sehr intensiv, was ich da im Vorfeld immer erlebt habe, bei Poll, bei Zündorf. Das war schon alles sehr, sehr gut. Die Pause natürlich, die hat mir gut getan, konnte aber dementsprechend auch Zeit für mich nehmen, aber auch viel mehr beobachten, hier und da mal ein Spiel mehr angucken. Meine Ex-Spieler, man hat ja immer so seine Verbindungen gehabt. Was machen die, wie sind die drauf, wie tun die sich halt. Ne? Und es ist natürlich halt, jetzt war es also mit TFC, dass da ein Spieler von früher da gespielt hat, der hat den Kontakt auch gestellt. Ein paar Leute vom Vorstand, die kannten sich auch von früherer Zeit. Und dann bin ich auch total befreit in das Gespräch gegangen, konnte mir das anhören, konnte jederzeit Nein sagen, also ich hatte auch nichts zu verlieren. Und Gespräch war natürlich gut, mit den Vorgaben, die ich auch da mitgegeben habe, dass es sie hat und was ich wollte, hat sehr, sehr gut gematcht. Ja, jetzt sind wir, es ist halt einfach zu früh, um überhaupt irgendwas zu sagen. Ich habe jetzt gerade auch 2 Spiele gerade gehabt, die mussten wir gewinnen, um überhaupt da oben mitzusprechen. Ich glaube, positiv ist, dass das Spiel gegen Bergfried ein Wiederholungsspiel sein wird, also es wird jetzt nachgeholt. Das ist natürlich gut für uns, also gut für mich auch. Und somit haben wir auch alles da jetzt in der Liga. Alles in der Hand, ich glaube, wir sind 3. Platz, auch in der Schlagdistanz gewinnst du gegen. Das erste Spiel ist jetzt gegen Bergfried direkt danach auch ist schon 2 dran, also kann nach hinten losgehen direkt von Anfang an oder halt du bist auch mit dabei. Ne? Und, ja. Das sind so eher die Highlights für mich, wenn ich da aus dem Ruhestand quasi komme, dass du solche Sachen gerade jetzt noch mit bewirken kannst. Ne? Aber, ja, ja.